Servus, meine lieben Freunde, zurück im Studierzimmer von Il Professore. Nichts passiert und beim letzten Mal nicht wirklich gut kämpft, das ist so. Sich dann ein bisschen angestellt. Ich kann jetzt nicht ans Heiding rangehen, weil sonst habe ich das Problem. Ja, natürlich haut sie mir nochmal so einen Tiger hier hin. Okay, lassen wir das mal. Gehen wir mal hier auf, da kommt so ein Stachelschwein. Und noch ein Tiger, den muss ich besiegen, sonst geht das Ding nicht auf. Komm, greif mich mal an, du Viech. Okay, dann halt nicht. Lockt er mir jetzt zu dem Tiger? Na, beginn. Sehr schön. Okay, den Tiger muss ich besiegen, damit ich die Standarte kriege. Mit einer angegriffenen Hongying und wenn ich an das Ding zurückgehe, ist der Tiger wahrscheinlich wieder da. So ein Scheiß. Und den kann man auch nicht überraschen, oder? Zack, den haben wir. Okay, den konnte ich jetzt nicht erdolchen irgendwie. Egal. Okay, jetzt kommen wir vielleicht ans Tigerle so ein bisschen ran von hinten. Das Stachelschwein lassen wir mal. Kommen wir jetzt da hinten ran oder nicht? Ja, ein bisschen, komm. Komm schon. Ja, hat klappt. Das könnte eine Herausforderung werden. Vielleicht nicht unachtsam. Nein, wären wir nicht. Wenn du mal ein bisschen was vernünftig machen würdest. Ich muss erst das jetzt umhauen, komm. Oh, jetzt sind da noch zwei, glaub's nicht. Komm, es macht doch. Oh, bist du blöd, echt. Oh. Ja, natürlich, jetzt ist sie wieder tot, gell? Wo ist sie denn? Da, jetzt hau das Viech um. Zack, ja, das um, zack, so. Na, das wusste ich doch, dass ich nicht klappen kann, aber ich dachte halt, dass ich ihn wenigstens mit normalen Angriff treffe. Komm, ran, 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 ran! Jawohl, wir haben ihn. Sehr, sehr geil. Nochmal scheitern hätte ich nicht wollen. Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen durch den Wind und alles, aber das macht es ja auch Spaß, gell? Also die Hongying, unglaublich, die fällt viel zu schnell, die musst du jetzt schon so oft heilen und ist schon wieder am Arsch. Also das ist kein Vergnügen, kann ich euch sagen, aber jetzt haben wir das Gebiet hier freigeräumt. Nehmen wir diese Standarte und machen direkt weiter. Ja, weil ich das nicht so ganz bis zum Ende wahrscheinlich gebracht habe, wiederhole ich es jetzt noch einmal. Also im Prinzip ging es mir darum, dass der Kampf gegen Zhang Yao nicht so katastrophal war, wie ich es in dem Moment wahrgenommen habe. Beim Gucken habe ich gemerkt, das war eigentlich gar nicht so schlecht für einen ersten Kampf, weil wie gesagt, alles blind, was ich hier mache. Und dass ich eben viel geskillt habe. Ja, mein Gott, ich habe halt wenig Ki verloren, ne? Und dass ich es mir zurückhole, wenn ich sterbe, das ist normal. Und das soll keine Entschuldigung oder sonst Rechtfertigung sein. Ich habe halt gemerkt einfach, ja, ich brauche das Überlevelte auch ein bisschen. Also die 25, die hier vorgeschlagen sind, das ist für mich so das absolut unterste, was gehen würde. Ich bin jetzt, glaube ich, auf 29 oder 30. Das heißt also, ein bisschen drüber macht es mir immer noch schwer genug. Und wie gesagt, es ist logisch, dass wenn du was machst, wo du nicht viel tragen kannst, wie zum Beispiel jetzt auf Holzskillen, ne? Und ich bin nun mal einer, der sich gerne auf Sachen spezialisiert. Das habe ich bei Nio schon gemacht. Da habe ich die Onmyo-Magie oder Omnio, habe ich schon mal gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, absolut ausgelevelt auf 99 und alles andere war noch immer unter 20. Das ist einfach meine Art, wie ich spül. Zack. Jawohl. Komm, mein Kleiner. Ja, ja, du mich auch. Ja, ja, mach mal. Die kacht aber nichts an Schaden bei dem Tisch. Das ist echt dämlich hoch 10. Jawohl, sehr geil. Ich muss den ganzen Schaden machen und die Hongying sollte ablenken, aber irgendwie macht sie es nicht. Sie stirbt immer. Schaut, schon wieder Hilfe gebraucht. Danke, den Fehler mache ich nicht nochmal. Doch, hast schon immer gemacht. Ach, erfolgreich gegen Austerbell. Okay, von mir aus. Okay, jetzt sind wir da irgendwo unten, wo ich eigentlich nicht sein wollte, aber das ist nicht schlimm. Hongying, du müsstest doch mit diesen Sirenen dich gut unterhalten können. Ne? Das schaffst du doch, oder? Hübsch schauen sie aus. Ohne sie anzuvisieren. Mache ich das mal als Thumbnail? Na, kriege ich nicht hin. Jetzt schwimmt sie da, okay. Dann machen wir halt erstmal den Wolf. Jawohl, hat klappt. So, oh mein Gott! Jawohl, die werden zurückgedrängt, das ist gut. Jawohl, beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht hat sie auch die falsche Waffe, das weiß ich nicht, ob dieser Stock gut geeignet ist. Aber guckt mal, schon wieder nur noch die Hälfte. Also das ist, bah.
Macht manchmal mehr Arbeit als Vergnügen. Drücken wir es doch mal so aus. Ne? Okay, hier können wir einfach hin. Ne, da ist was, ich hab's gehört. Wo ist er? Nicht gesehen, ich depper, da depp ich. Jawohl, besiegt. Ne, noch nicht, los, ran! Meine Güte. Ja, ich hab einfach gedacht, ich mache mal das zum Heilen für den nächsten Gegner, aber dafür habe ich es für den noch braucht. Also ziemlich unübersichtlicher Level. Sie krebst schon wieder vor sich hin. Gut, habe ich ja auch zwischendurch, gell? Darf man schon nicht sagen. Okay, also, wie gesagt, Level sind das A und O in diesem Spiel. Dass du stärker wirst, jawohl, perfekt. Standarte aufgestellt. Und dann geht es da weiter. Ja, das machen wir jetzt einfach erstmal. Wir können ja, haben wir gesehen, im anderen Level dann auch wieder irgendwie alles nachhinein aufräumen, wenn irgendwas fehlen tut, oder? Ja, brauchen ewig Füll. 30 sind wir, wie ich es gesagt habe, irgendwas 29 oder 30. Und wie gesagt, das ist absolut legitim. Ich bin nicht irgendwo rumgerannt, habe geformt, ich habe einfach ein Level abgesucht und das ist dann normal. Nein, dämlich, selten dämlich. Er war viel langsamer unterwegs, als ich dachte. Ja, danke, jetzt explodiert er auch noch so blöd. Komm, Blödsinn. Das muss nicht sein, dass du dann weiter rennst. Das ist einfach Schwachsinn. Zack, hier weiter. Synchro ist jetzt hier nicht so das Thema, wenn die Honging da was von sich gibt. Versuche ich es, aber es ist nicht das gleiche wie in den Zwischensequenzen. Da bin ich mir voll und ganz bewusst. Ja, und da kann ich eigentlich direkt den Roten bringen. Weiß nicht, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. War einfach so im Blut drinnen. Ist irgendwas da? Na, also, weiter geht's. 3 von 5 und 0 von 5. Das heißt, wir haben in den Bereichen nicht genug abgesucht. Oh Gott, das kommt sogar wieder. Doch, das Viech wäre einmalig. Mist. Hier muss etwas sein. Schaut euch genau um. Ja, da vorne. Sehen wir doch schon. Sieht aber auch nach einem Kampffeld aus. Ja, siehst, ein Affe. Ein Zuyan. Puh. Du hast recht gehabt, dass du das ist, Hongying. Ist ein Zuyan? Ja, ein kleiner, oder? Jawohl, geil. Na, jetzt ist er beim Aufstehen so... egal, hab's immer noch geschafft. Weil ihr wollt eigentlich die Superattacke bringen. Naja, mach mal die Superattacke. War geil, war geil. Hätte ich direkt den Durchstoß, den Combo-Angriff hier, den, der dann so leuchtet, wenn du im blauen Bereich bist, dann wäre er sofort umkauen gewesen. So musst du halt noch 2-3 Schläge machen. Aber geiler Kampf. Wenn er sofort so Attacken macht und du das schon mal weißt, weil du halt den Zuyan, heißt er glaube ich, schon zweimal besiegt hast mittlerweile im Lauf des Spiels, dann kannst du relativ schnell am Anfang die Gegner platt machen, wenn du so einen roten Konter hast. Richtig geil. Schwerer Kavallerie-Speer plus 1. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht irgendwann doch einmal die Waffen wechseln, aber es fühlt sich zu gut an. Ich glaube, jetzt komme ich dahin, wo ich vorhin runtergesprungen bin zum Tiger. Jawohl, perfekt. Kann ich da doch nochmal schauen. Mein Meister ist der beste Beschwörer von Zaubern im ganzen Dorf. Er sollte also keine Probleme haben. Ich bin nur etwas besorgt wegen seines Alters. Ich freue mich natürlich schon, dass die was sagt. Es ärgert mich nur, weil ich diesen Anspruch habe, es sprechen zu wollen, es mich dann aber ablenkt, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ja, ich sehe das, aber weiß gerade nicht so genau, wie das schaffen soll. Kannst du einfach aufspringen? Ja, geht. Schön. Muss es also nur sehen, dann hat man es, gell? Perfekt, zum Wolferl. Zack, und zwar nicht zum Wolferl, zum Wolfgang, sondern zum Wolferl, dem Wolf. So, da geht's lang. Darüber, das da, darunter. Das fette Meerschweindel hat mich vorhin überrascht. Das passiert mir nicht nochmal. Sprach's und hat's 5 Minuten später wieder vergessen und wurde doch getroffen. Komm, da renne ich einfach durch. Was soll der Blödsinn? Ich muss ihn nicht überraschen. Das ist einfach ein einzelner Wolf, den haust um und gut ist. Scheiße, wieder ein Tiger. Ja, ich wollte einfach nur schnell den Schatz holen und dann abhauen. Hongying, komm mit. Bitte. Komm. Zack, wieder. Higher Ground kriegen, dachte ich, aber ist nicht. Okay, was machst du jetzt? Die Tiger, das sind zu viel. Das ist echt krass. Okay, jetzt ist er irritiert, oder? Komm, brech ihn. Ich habe noch nie so einen scheiß Tiger gebrochen. Das musst du auch mal gehen. Hätte ihn überraschen können, er jetzt übrigens schon tot, aber dann wäre er wahrscheinlich auch nicht so... Ich hab kontert. So. Weg mit dem Viech. War jetzt Glück, dass er verwirrt war, weil er hier war, gell? Also ich würde mal sagen, das war schon eine bessere Folge. Geht natürlich noch besser. Sehen wir beim nächsten Mal. Für heute heißt's Pfiat.